und schön, dass ihr wieder dabei seid. Heute in meiner Blumenwerkstatt für Herbst und Winter. Alles in Upcycling gemacht, aus der Natur. Tipps und Tricks und so einfach geht es. Du kannst so viel verwenden, was du zu Hause hast. Und wie wunderschön natürlich wird das und hält auch ewig. Weil gerade die Hortensien und die Heide trocknen so schön in sich ein und halten dann ewig. Bisschen aufgefrischt mit Haarlack oder Haarspray und schon ist es wieder schön. So, und dann geht's los in meiner Blumenwerkstatt. Wir sind kreativ, ganz einfach gemacht. Sieht nicht toll aus, los wie so ein abstraktes Bild. Nee, ein nostalgisches Bild in Herbstfarben, ganz toll gemacht. Das brauchen wir heute für die neueste Herbst- und Winterdeko von mir. So, ganz toll ist, wenn du Heidekraut hättest, ob jetzt im Töpfchen oder so, egal. Hortensien frisch abgeschnitten, am besten kannst aber auch die von letzten Jahr nehmen. Vielleicht dazu vielleicht ein Silberkraut, vielleicht hast du es im Garten, ein bisschen eine immergrüne Konifere. Schau doch einmal, was du hast und dann verwende das auch. Ein alter Wasserkessel wäre toll, ein Kochtopf, Kaffeekanne, Korb, alles was du hast, geht wunderbar und wir verwenden das. Innen rein, am besten, muss noch nicht mal ein Steckschwamm sein, wenn du hast, ja, nimm ihn gerne, aber es reicht auch angefeuchtete Blumenerde oder Sand und dann geht das wunderbar. Also erstmal irgendwas innen rein, auch Styropor, wenn du zum Beispiel hast, kannst du verwenden, denn wir brauchen hier kein Wasser, bis auf die Heide, Heidekraut, aber das sitzt ja im Töpfchen dabei, das kann man dann gießen. Ne? Wir nehmen uns so eine große Blüte von der Hortensie, wenn du hast, ein Ästchen von dem Lavendel. Und dann nehmen wir einfach nochmal einen Ast dazu, egal welche, und drahten das alles zusammen fest. Ich brauche ein bisschen längeren. So, der ist noch schöner. Und dann drahten wir das fest. Unten muss eine Ecke rausgucken, weil wir stecken das ja ein. Dazu kann man dann vielleicht noch mal ein Silberblatt nehmen oder irgendwas, man hat. Muss nicht sein und kann man auch nachher immer noch mal einstecken und dann auch mal wechseln, wenn es nicht mehr so schön ist. Aber wir brauchen jetzt erstmal einen Stock, einen Ast, einen Zweig und drahten das mit fest, damit wir einen festen Untergrund haben. Sieht doch schon aus wie ein Gemälde beinahe. Auf jeden Fall Chevy Chic, nostalgisch eingehaucht. So, dann kommt Sand rein, wenn du möchtest. Dann steht auch das Töpfchen von der Heidegröße. Und dann kommt die Heide oben rein. Heidekraut, wie du es nennen möchtest. Bei uns ist es einfach nur Heide. Andere sagen auch Erika dazu. Den Namen liebe ich ja sehr. Erika ist ein schöner Name. So, und dann einfach den Ast mit eingesteckt. So, ein bisschen weiter vorne hin. In die Mitte. So. Und so einfach putzt das Ganze dann schon. Dann kann man noch mal zusätzlich vielleicht ein bisschen einstecken vom Immergrün. Muss gar nicht viel sein. Und das kann man dann immer wieder wechseln. Ne? Obwohl das trocknet so toll, dass es ewig hält. Und dann braucht man auch gar nicht groß sich Gedanken zu machen, weil es in sich trocknet und dann bleibt auch was. So, jetzt mache ich den Henkel noch ein bisschen hoch, verteile die Ästchen von der Erika, von der Heide, vom Heidekraut.
Und dann ist es auch schon fertig. Mehr braucht das gar nicht sein. Und guck mal, wie toll das wirkt. Du kannst natürlich auch noch einen Kranz binden, wenn du möchtest. Und kann man auf ein Tablett setzen, so einen großen Kranz vielleicht aus Korkenzieherhase. Und setzt es dann mitten rein. Und wie wirkt das schon so toll auf dem großen Tisch? So, und dann hoffe ich auch heute, es hat gefallen, du hattest viel Spaß daran, konntest es gut umsetzen, hattest Spaß mit mir. Immer wieder gerne schau rein, lass dich inspirieren an meinen neuesten Ideen. Für jeden Monat des Jahres ganz besondere Sachen für dich, für euch, entwickelt von mir. Nicht nur die Blumenwerkstatt oder die Herbstdeko, sondern auch Häkeln, Stricken, Basteln, Basteln für und mit Kindern. Immer wieder neue Sachen, einfach gehalten, Upcycling gehalten, wie die großen Engel, XXL-Engel aus Tüchern. Mit Ästen, die zu beleuchten sind innen und dekorieren für Haus und Garten. Die Betonwächter, die großen. Die Mützen, die Schals, die Pullis. Anfänger, Stricke und Häkelschule. Upcycling, Möbel. Die tollen Rezepte für Punsch im Glas als Marmelade. Die Bier- oder Radler, Marmelade, Gelee für den Frühstückstisch, aber auch für Torten und. Einfach mal reinschauen, vorne auf der ersten Seite, Startseite, gibt es die Playlist, anklicken und dann hat man alles im Blick. So, dann wünsche ich eine wundervolle Zeit, alles Liebe und bis wieder mal, eure, deine Kerstin. Tschüss!